Wir stellen Ihnen den Business Split Token vor, in dem für den Verkauf von Produkten bei Ultima Business Boni ausgezahlt werden. Wo kann der BSP-Token verwendet werden? Der BSP-Token beteiligt sich zusammen mit VIP Split und Unity Split am Splitting von Ultima. Das Splitting erfolgt in der Smart Wallet nach diesen Standardregeln. Je mehr BSP der Nutzer hat, desto größer ist die potenzielle Belohnung in Form von Ultima. Belohnungen für das Halten von BSP-Tokens können täglich angefordert werden. Dabei ist es wichtig zu berücksichtigen, dass jede eingehende oder ausgehende Transaktion das Alter der BSP-Tokens zurücksetzt. So beginnen Sie mit dem Splitting von BSP-Tokens. Zuerst müssen Sie BSP vom Dashboard aus abheben. Wählen Sie dazu in Ihrem persönlichen Benutzerkonto auf der Ultima Business Webseite im linken Menü den Abschnitt Payouts aus. Wählen Sie BSP-Guthaben und drücken Sie anschließend die Schaltfläche Next Step. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Anzahl der Tokens, die Sie abheben möchten, und die Adresse Ihrer Wallet angeben müssen. Die Adresse kann in der Smart Wallet kopiert werden. Geben Sie die Anzahl der abzuhebenden Tokens an. Fügen Sie die kopierte Adresse ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Transfer. Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einen Code für die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeben müssen. Öffnen Sie die Anwendung Google Authenticator und geben Sie den in der Anwendung enthaltenen Code in das entsprechende Feld ein. Wenn Sie alle Schritte korrekt ausgeführt haben, sehen Sie eine Meldung, dass eine Anfrage zum Abheben von Tokens erstellt wurde. Fertig. Sie haben eine Auszahlung von BSP-Tokens durchgeführt. Öffnen Sie nun Ihre Smart Wallet. Suchen Sie in der Liste der verfügbaren Assets nach BSP und klicken Sie darauf. Klicken Sie anschließend auf Splitting. Klicken Sie nun auf My Business Split Tokens, um zu prüfen, ob Ihre Tokens zum Splitting bereit sind. Abhängig vom Alter Ihrer Tokens sehen Sie deren Status Ready for Claiming Reward, wenn die Tokens bereits zum Splitting reif sind, oder Claim Reward und die verbleibende Zeit, bis die Tokens reif werden, wenn die erforderliche Zeitspanne noch nicht abgelaufen ist. Gehen Sie zurück, indem Sie auf den Pfeil in der oberen linken Ecke des Bildschirms klicken und klicken Sie auf Claim Reward, wenn Ihre Tokens für Splitting bereit sind. Auf diesem Bildschirm haben Sie Zugriff auf folgende Informationen. My Business Split Tokens. Die Anzahl der BSP-Tokens auf Ihrem Guthaben. Total Supply Business Split Tokens. Die Gesamtzahl der BSP-Tokens in der Blockchain. Daily Reward. Tägliche Anzahl der Ultima-Tokens, die unter BSP-Inhabern verteilt werden. Current Block. Zeigt den aktuellen Block in der Blockchain. Final Block. Zeigt den letzten Block für die aktuelle Halving-Periode. My Estimated Reward. Ungefährer Wert der Belohnung. Im nächsten Fenster müssen Sie das Splitting bestätigen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und auf die Schaltfläche Confirm klicken. Fertig. Sie haben Ihre Belohnung erfolgreich angefordert. Sie können die erhaltene Belohnung sehen, indem Sie in der Liste der verfügbaren Assets auf Ultima klicken. Am Ende unserer Anleitung machen wir Sie auf die Splitting-Regeln aufmerksam, die Sie bei der Arbeit mit dem Produkt kennen sollten. Jede eingehende oder ausgehende Transaktion von BSP-Tokens setzt das Alter aller Tokens zurück. Das Mindestalter eines BSP-Tokens beträgt 24 Stunden. Wenn Sie also eine Belohnung anfordern und über die Tokens verfügen, die dafür noch nicht bereit sind, das heißt, sie sind weniger als 24 Stunden alt, werden diese zusammen mit den Tokens, die zum Erhalt der Belohnung berechtigt sind, auf Null zurückgesetzt. Vergessen Sie nicht, am Splitting teilzunehmen und jeden Tag Ihre Belohnung anzufordern. Viel Erfolg! Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Wir helfen Ihnen gerne weiter.